herzlich willkommen zu einem Abschlussvideo des Jahres 2023. Für mich ist es jetzt die letzten paar Minuten, bei euch kommt es am morgigen Tag. Ja, was war das für ein Jahr für 2023? Also ich fand es, das Jahr gab viel Negatives, fand ich, in den Medien und. Aber ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr besser wird. Aber kommen wir zum Thema von meinem Kanal. Wir spielen, oder währenddessen schon zwei Parts hochgeladen sind, ist Guardians of the Galaxy jetzt auch bei mir auch spielbar. Ich habe mir gedacht, komm, spielst du doch ein paar Marvel-Spiele. Werden eh so voll viele kommen. Zum Beispiel Marvel Wolverine. Das wird krass. Marvel, zu Deadpool gibt es leider gar nichts, aber zu Marvel Blade von Arcane Studios. Das sah auch krass aus in dem Trailer. Und da kommen noch so viele. Ich glaube, Falcon and the Winter Soldier kommt noch als Spiel. Wird auf jeden Fall krass. Ja. Und Guardians of the Galaxy finde ich momentan nicht so schlecht. Macht Spaß. So. Dann kommen wir zu den Spielen, die beendet werden. Spider-Man 2 wird beendet. Und sonst nichts, aber ich kann euch ein paar Spiele nennen, die kommen werden, wie ich produktiv geplant habe natürlich. Und zwar wird The Night is Grey, ist ein, stimmt, das kommt ja auch nächsten Monat. Night is Grey, also diesen Monat für mich. The Night is Grey im Januar, 12. Januar 2024 kommen. Das ist so ein kleines Indie-Game, was ich dachte, kommt als Lückenfüller. Kann man es mit reintun. Kommt am 5.1. raus, dessen dachte ich mir, perfekt. Nimm's mit. Ich habe es in meiner Wunschliste die ganze Zeit gehabt. Bisher nichts davon gehört, dass es dann Release bekommt. Ja. Dann haben wir im Februar, März schon alles geplant. Suicide Squad wird geil. Banishers, Ghost of New Eden. Final Fantasy 7 Rebirth wird cool. Star Wars Outlaws habe ich hier stehen. Wird was ganz anderes als die anderen Teile. Ach, schon gekommen. Nimmst du das? Das sieht mega aus. Death Stranding, also ja, Death Stranding 2. Ah ja, das war ja das eine Game mit Norm Reedus aus Walking Dead. Was war das nochmal? Dann standen die Stern Pragmata, keine Ahnung wann das kommt. Little Nightmares 3 wird auch geil. Wie gesagt, Marvel's Blade habe ich hier stehen. Phantom Blade Zero habe ich auch stehen. Mal gucken, wie es wird. Kann sich immer hier und da was ändern. Dann Xenos Saga Hellblade 2 wird auch sehr, sehr geil. Kommt auch alles nächstes Jahr. Marvel's Wolverine auch, wie gesagt, sehr geil. Dann habe ich hier stehen. In den fernen Projekten. Little Devil Inside in Klammern. Wann kommen? Ne, es ist ja irgendwie letztes Jahr und voriges Jahr nichts dazu gekommen. Weiß nicht, was da passiert. Oder was damit ist. Keine Ahnung. Dann habe ich hier stehen The Witcher 4. Assassin's Creed Codename Red. Das in Japan spielbare Assassin's Creed. Das wird auch sehr geil. Frage ich auch. Vielleicht kommt es ja nächstes Jahr. Also dieses Jahr. Mann, ich vertue mich da immer wieder. Muss daran gewöhnen. Dann The Dark Pictures hat auch was Neues, ne? Das wird Directive 8020 heißen. GTA 6 wird mich auch richtig freuen. War ja mega geil, dass das noch am Ende des Jahres als Trailer hinzugefügt haben. Dann haben wir The Witcher Projekt Sirius. Was war das nochmal? Irgendeine Nebenstory, ne? Assassin's Creed Codename Hexe. The Witcher Project Canis Majoris, auch wieder was, The Witcher.
Aber es sind ganz, 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 ganz ferne Projekte, weil die haben noch nicht mal einen Namen, ne? Der heißt nur Projekt. Und dann haben wir noch The Elder Scrolls 6, Redfall, hoffe ich doch mal, wird doch mal kommen. Und von Cyberpunk soll Projekt Orion kommen. Was das ist, keine Ahnung. Und ein neues IP-Projekt Hada soll auch bei CD Projekt Red, also ganz neue IP soll auch kommen. Ich bin gespannt, was dieses Jahr alles beinhaltet. Ich hoffe Gutes. Und wie gesagt, klar, filmtechnisch haben wir nicht so viel bekommen. Spieletechnisch war für mich das beste Spiel Spider-Man 2. Wobei Luft nach oben ist. Und das ist nicht so gut. Wenn man bedenkt, was davor das Jahr war und was jetzt ist. Jetzt steht dieses Jahr, also 2023, der beste Film wäre Barbie. Wo ich mir denke, ey, wo ist unsere, was ist los mit den Leuten? Kann man mit Bullshit jetzt doch noch irgendwie hochsteigern? Keine Ahnung. Also, wenn man bedenkt, dass so krasse Projekte wie Avatar, Dune, einfach null Leute gucken, wo ich denke, hä? Das ist IMAX, kranke Scheiße. Aber Barbie, Oppenheimer, also weiß ich nicht. Genau, das war meine persönliche Antwort dazu. Und ich würde sagen, ah ja, stimmt, es gibt noch ein Projekt, das beendet wird, und zwar Alan Wake 2. Das habe ich gar nicht gesehen. Gerade Upload machen und jetzt sehe ich das erst. Okay, am 27.01. wie gesagt, alles immer in der Beschreibung. Unterm Video in die Beschreibung öffnen und dann seht ihr die ganze Liste, was beendet wird, was kommt und. Naja, aber ich glaube nächsten Monat, also jetzt Januar, wird kein Game Event kommen. Vielleicht im Februar, März, mal schauen. Ich bin gespannt, was das Jahr beinhaltet. Ich hoffe, es wird besser, auch mit Corona und so, dass er direkt mal sich entflüchtet, ohne Witz. Aber ich glaube, das werden wir immer wieder haben. Ich glaube, das kriegen wir nicht so leicht weg, Corona. Genauso wie der Krieg. Naja, ich hoffe es einfach, dass es wieder besser wird auf dem Klimawandel und. Weil es ist schon scheiße, dass man alles sieht bei TikTok und alles. Naja, ich hoffe es einfach nur und bleibt gesund auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr, auf jeden Fall. Ja, an sich, also an den Videos bei mir hatte ich es nicht so. Klar, ich war bei der Gamescom, ne? Gamescom war ich halt. Aber sonst war ich ja nicht auswärts. Weil ich mal ein bisschen ändern müsste, aber wo könnte ich hin? Denn ich wollte gerne mal hier wieder zur Comic-Con, also zur CXP in Köln. Die halt, macht ja irgendwie gar nicht mehr auf. Oder genauso wie, was ich auch früher war, diese Mittelaltermarkt in Köln-Messe. Weiß nicht, wie hieß das nochmal. Gibt's auch nicht mehr. Also es gibt irgendwie so wenig mehr. Naja, ich werde auf jeden Fall ja Gamescom gehen und das steht fest. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Wie gesagt, vielleicht könnte man einen Kanal abonnieren, müsste natürlich nicht, aber die meisten, die meine Videos gucken, sind leider keine Abonnenten. Deswegen muss ich darauf hinweisen. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Müsst aber nicht. Lasst aber trotzdem gerne mal ein Like da, ein Feedback, was ich ändern könnte, was ich machen könnte. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Monat, beziehungsweise in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Bis dahin, haut rein. Habt noch einen schönen Tag.